Tordluft. Hier war so eine Vorrichtung für ein Brett. Zu hoch und runter schieben. Wie so eine Anmeldeluke. Ich würde ja vermuten, Wasser. Scheint auch irgendwas von der Lüftung gewesen zu sein. Okay. Also ich werde mich hier mal dann wieder zurückziehen. Das schmilzt wie verrückt. Unter Wasser steht es ja auch. Ach. Hier sogar noch höher. Wahnsinn. Ach, und das ist der andere Eingang. Oder Zugang. Hier jetzt nicht, aber irgendwo da hinten. Aber hier stapfe ich jetzt nicht durch. Okay, gut. Wir ziehen uns mal taktisch zurück. Es dürften ungefähr, also in die Richtung jetzt, 10 Meter sein. Oder ein bisschen mehr. Und in die Richtung auch nochmal. Ganz schön groß. Beste. So verknüppert man Kabel, genau. Alles richtig gemacht in der DDR. Oh Mann. Ihr seht das gar nicht, ja? So jetzt. Also, falls jemand mit Kabel zu tun hat, so macht man es nicht. Das kann ich noch sagen, weil ich... Ist ja einiges so gebaut. Okay. Naja, gut. Ich suche mir jetzt was anderes. Oh, ich habe echt immer das Gefühl, dass ich verfolgt werde. Wir sehen uns an der Oberfläche. Vermutlich ein Fahrzeughallen. Noch nicht wirklich reinschauen. Die großen Stahltore sind entweder zugeschüttet oder wie in diesem Fall massenweise Erde. Aber wir könnten mal versuchen, dort einen Blick reinzuwerfen. Also diese Bunker ist immer der gleiche Bautyp. Die stehen hier echt häufig rum.
und dann zumeist umfunktioniert zu Fledermausquartiere, wie ich festgestellt habe. Und das Spezielle jetzt an dem, wo ich gerade draufstehe, ist, ich weiß nicht, ob das als begehbar zählt, aber man sieht hier die Bunkerstrukturen mal durchschimmern. Und ja, hier ist was zerpflückt worden. Wir haben hier irgendeine Plane anscheinend auch verwendet. Gut, damit halt das Wasser normalerweise nicht in diese Betonstruktur dringt oder nicht so schnell, macht das durchaus Sinn. Oder ergibt Sinn, macht, ergibt. Ihr wisst schon. Der ist auch noch recht in gutem Zustand, also. Während da hinten sich gerade Enten ein bisschen prügeln und nass machen, kann ich schon mal ein Zwischenfazit ziehen. Die Tour bisher ist super, also macht Spaß. Die Bunker waren eigentlich nicht hauptsächlich geplant, die sind dazugekommen, weil sie halt in der Nähe waren von diesem Gebiet, was ich weiterhin nicht nenne, wegen dieser Bunker. Und es ist interessant, also vor allem, weil viele Bunker relativ sauber aussahen. Also viele waren halt entkernt, klar, aber sie waren halt nicht irgendwie völlig beschmiert oder beschmollert. Das fand ich ganz, ganz interessant. Also sind anscheinend nicht so viele Leute hier unterwegs. Und einem Fotografen, der hier auch gerade unterwegs war, den ich begegnet bin, der erzählte, dass seines Wissens nach, also ein Ortskundiger, seines Wissens nach hier eine Raketenstation war. Auf den Karten und in der Geschichte von dem Objekt soll es eine Sendeanlage oder eine größere Einrichtung für Sendeanlagen und Sendefahrzeuge gewesen sein vom Innenministerium der DDR. Also was davon jetzt stimmt, weiß ich nicht. Vielleicht war es auch mal das eine und dann irgendwann das andere. Naja. Falls ich es noch nicht erwähnt habe, da wo die Kamera gerade steht, also wo ihr gerade zu mir schaut, dort war mal ein Mühlenrad. Also da stand auch mal eine Mühle, logischerweise. Und man sieht hier noch die Grundmauern von dem Gebäude. Und was auch noch spannend ist, hier gab es mal eine Badeanstalt. Übrigens kann man hier baden. Hier ist so ein kleiner Teich, würde ich fast sagen. Da kann man offiziell wohl drauf baden. Hier gibt es auch ein paar kleine schwimmende Inseln. Ein Seil, damit man reinschwingen kann ins Wasser. Aber es ist recht ruhig. Das ist halt toll. Das ist echt toll. Also ist zu Birkenwerder, im Vergleich zu Birkenwerder ist das hier bisher sehr idyllisch. Könnte mir richtig, richtig gut gefallen. Aber genug gelabert. Wir wollen ja noch ein bisschen weiter. In diese Richtung, den Fließ hier noch ein bisschen hinterher. Mal schauen, was sich noch so bieten lässt. Bieten lässt? Zeigen. Ein paar Bilder habe ich auch schon gemacht. Judy, Kaffee ist auch schon wieder leer. Verdammt.